Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsrange von fast 200 Punkten. Schließlich konnte er sich dann mit einem Plus von 0,7% aus dem Handel verabschieden. Damit ist der Leitindex auch wieder über die 200-Tage-Linie zurückgekehrt, wenn auch nur leicht. Wir blicken nach Frankfurt an die Börse zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Schönen guten Morgen. Patrick, wird denn der DAX seine gestrige Erholung heute fortsetzen können? Lieber Marco, guten Morgen. Zumindest sieht es so aus, denn die Vorgaben aus Asien und aus Amerika sind durchgehend so, dass man das annehmen kann. Der Dow gestern noch mit einer fulminanten Comeback-Rallye im Low bei 25.440 Zählern hat er dann geschlossen mit einem leichten Minus 0,07%. Ging es nach unten, aber über der 26.000-Punkte-Marke. Und in Asien sind es vor allen Dingen die besser als erwarteten Exportdaten aus China, nämlich ein Plus von 3,3% für den Juli. Man hat da Minus 2% erwartet, die asiatischen Märkte allesamt in Grünhüllen, und das setzt sich auch hier beim deutschen Leitindex fort, wo wir eine Eröffnung über der 11.700-Punkte-Marke eröffnen. Zudem haben wir eine ganze Reihe von Zahlen gesehen. Die Deutsche Telekom, Merck und auch ThyssenKrupp kamen mit Zahlenwerk um die Ecke. Bei der Deutschen Telekom ist das grundsolide. Man hält weiter an den erhöhten Zielen fest. Bei Merck ist man auch grundsolide unterwegs. Bei ThyssenKrupp hat man die Gewinnprognose kassieren müssen. Mal gucken, wie sehr sich das Gleiche auf die einzelnen Werte auswirken wird. Aber es wird spannend, denn heute Nachmittag kommen noch Konjunkturdaten aus den USA. Vielen Dank nach Frankfurt, Patrick. Sehr gerne. Ja, dann machen wir weiter nach diesem Ausblick auf den Handelstag mit der Marktidee. Und das ist heute der Euro-Bund-Future. Der Eurobund-Future, der bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Gestern erreichte die Notierung ein neues Rekordhoch. Dort setzten dann Gewinnmitnahmen ein. Aus technischer Sicht mehren sich jetzt die Signale, dass es zu einem Rücksetzer kommen könnte. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse zu finden unter www.ideas-daily.de. Ja, und morgen sehen wir uns dann wieder mit Ideas Daily TV um 7:30 Uhr. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.